Moin Leute, herzlich willkommen zum Vlog-Style. Jo, ich nehme euch wieder einmal einfach mal mit. Im letzten Teil habt ihr ja noch gesehen, wo ich hier bei der Säge bei war. Logischerweise jetzt der gleiche Tag, aber heute habe ich noch ein bisschen was vor. Ich glaube, der 633 kommt auch noch in Einsatz, aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die Kreissäge. Das habt ihr ja gesehen, ich war hier dabei, habe das abgeschmiert, das hat schon mal gut funktioniert. Da sind ja diese kleinen Feinheiten bezüglich, ja, Handhabung, da würde ich mir dann, wenn das meine Säge wäre, da würde ich dann den Deckel schon ein bisschen modifizieren. So, nun geht's ans Spannen. Jetzt ist der super locker. Man spannt den Riemen hier, so kann man es glaube ich sehen, hier über diesen Hebel wird er gespannt. Und dann kann man, wenn jetzt eine Notsituation ist, einfach klack und dann wird der Riemen entspannt. Dann kannst du hier, hört das Sägeblatt auf zu drehen, falls es eine Gefahrensituation ist. Quasi eine Sicherheitseinrichtung. Nun muss man ja also ausgehen von diesem Moment hier. So sieht das aus. Nun ist der aber immer noch, ja, für meinen Geschmack deutlich zu locker. Und nun habe ich gerade gesehen, dass hier unten, ja, das seht ihr, das sind mehrere Löcher. Ja, also sprich, man kann die Riemenscheibe weiter nach außen schrauben. Das würde ich jetzt machen, um einen Zahn nach außen schrauben. Dafür muss aber, glaube ich, die Seitendeckelverkleidung ab. Das mache ich jetzt erstmal mittels, das ist wahrscheinlich auch wieder diese kleine, na, wo habe ich sie denn überhaupt? Hier ist sie. Mit ist der 10er. Kann man, ja. Gott sei Dank ja alles schön nicht festgegammelt oder so, ist ja alles noch neu. Das ist schon mal gut. Schraube ich jetzt immer mal lose und dann gucken wir da mal rein. Was ich halt auch mega geil finde, dass man alles nur so anlösen muss, weil die ganzen, ja, das sind keine Löcher, das sind halt alles irgendwelche Öffnungen. Dann brauchst du theoretisch noch nicht mal die Schrauben ganz rausdrehen. Das ist schon praktisch. So, dann haben wir schon. Das ist das Zapfwellengelenk. Und dann können wir die hier theoretisch um einen versetzen. Theoretisch. Das ist einmal der Schutz, hätte ich fast gesagt. So, und jetzt müssen wir ihn hier lösen. Brauche ich aber eine Langnuss für. Und am besten Schlagschrauber. Wo ich gerade dabei bin, richtig edel, ich habe hier den Zettel hintergeklebt, dass ich den nicht verkliere. Klack. Und zwar hat mir Frank diese, ja, Hebebühnenhalterung. Kannst du dann Nüsse, Langnüsse draufpacken, Schlagschrauber, Drehumschlüssel. Kannst du hier drauf dran machen, diese magnetisch. Hatte ich auf meiner Wunschliste. Vielen lieben Dank, Frank. Und Frank hat gedacht, weißt du was, einen, der hat doch zwei Arme, da hat er mir gleich zwei davon bestellt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Frank, du bist verrückt. Auf jeden Fall habe ich jetzt an beiden Armen so eine Halterung. Das ist natürlich super edel. Danke, danke, Frank. Und dabei war ein Zettel und da stand drauf, oder steht drauf, viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Hoffe, die Teile passen an die Bühne. Mach weiter so mit deinen Videos. Freue mich jeden Mittwoch und Samstag drauf. Das ist natürlich richtig geil. Das freut mich, dass ihr, du, meine Videos so feiert, finde ich super geil und natürlich, also wie gesagt, freue mich tierisch und ja, passen perfekt an meine Bühne, sogar farblich, richtig gut, Dankeschön Frank und ja, ich würde sagen, jetzt lösen wir mal hier unten die Schraube mittels Schlagschrauber, ne? Guck. Die ist aber nicht geschmiert, ne? Da ist ein Narre drin. So. So sieht das aus. Ist ein Lager drin, rechts und links. Das hier ist jetzt natürlich schon raus, das Lager. Das liegt da unten. Jetzt kann ich das Loch um einen nach hinten versetzen und dann ist es eigentlich strammer. Konnte ich jetzt gerade so nicht filmen, weil brauchte ich zwei Hände für, aber die musst du zusammen, also die Rolle schon auf den Riemen legen und dann zusammen auf die Welle schieben, weil sonst passt das nicht mehr, weil jetzt ja der Riemen ein bisschen strammer ist, ne? Genau. So, das wird jetzt wieder festgezogen und dann dürfte es laufen. Auch gar nicht zu fest. Ist auch nicht, weil wird ja eh noch gekontert.
dann kann nichts mehr passieren, hoffe ich. Und jetzt kann ich die hier wieder spannen. So, zack. Dann ist der Riemen gespannt. Und jetzt ist der auch wirklich stramm. Nicht zu stramm. Moment, können wir testen. Kann ich immer noch. Ja, kann man. Wo ist mein Licht? So. Kann ich immer noch um 90 Grad drehen. Das ist gar kein Thema. Hier auch, wie man sieht, bei beiden Riemen. Von daher, das glaube ich so ganz gut. Weil vorher hatte ich das Problem, dass da, wenn da jetzt ein Stück, ein starkes Stück Holz kam und ich habe das da reingefahren, dann tourte die Säge ab, obwohl der Trecker lief, weil die Riemen halt übergerutscht sind. Ne? Das war blöd. Aber ich glaube, so ist jetzt besser. Baue ich den ganzen Mist wieder zusammen, mache das hier schön sauber mit dem Fett und dann geht es, glaube ich, weiß ich nicht, an Spalten oder so, müssen wir gucken. Guck, das ist wieder alles zusammengebaut. Ich hoffe mal, dass es jetzt ordentlich schön funktioniert. Dann habe ich jetzt gerade den Müll weggeräumt und dann wollen wir mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Ein bisschen Gewicht hat er schon, oder? Da ist der mit der Reifen schon ein bisschen flach unten. Den muss ich unbedingt noch irgendwann mal wiegen. Ne? Aber extra deswegen zu in der Genossenschaft hinfahren, habe ich auch keine Lust zu. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Zapfwelle geschmiert. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt losreiten zum Feld, zum Holz und da erstmal noch mal ein bisschen sägen, ein bisschen spalten. Gesicht habe ich ja im letzten Video. Spalter läuft, Wetter ist richtig geil, also richtig geil, deswegen habe ich gedacht, komm her, jetzt musst du unbedingt auf jeden Fall mal spalten. Und letztes Mal so ein Scheißwetter gehabt und jetzt dachte ich, jetzt genießt du das mal. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, erstmal hier auch für Steine zu spalten, weil es natürlich deutlich einfacher ist zu laufen. Muss ich gucken, wie das mit den dicken Brocken ist, da werde ich dann wahrscheinlich dann mich nochmal verlegen müssen. Aber erstmal wird es so, glaube ich, gut funktionieren. Habe ich gar nicht so allzu viel geschafft. Nur eine reichliche Kiste voll. Aber jetzt geht es erstmal zum Mittag. Meine Frau hat Essen fertig. Also geht es erstmal nach Hause. Bisschen Essen, fassen, vielleicht geht's weiter. Das ist ja echt der Knaller hier in Ostfriesland. Ne? Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Ne? Aber du gehst mittags weg zum Essen, isst schnell, kommst wieder. Anderes Wetter. Es ist einfach anderes Wetter. Guck mal. Alles bewölkt. Gerade war noch bester Sonnenschein. Das ist eine Stunde her, eineinhalb, weiß ich nicht. Jetzt ist Wind. Bewölkt, nass, kalt, ekelig. Gerade war noch richtig geiles Wetter. Naja, wie dem auch sei, ich mache jetzt weiter, bin ein bisschen weiter nach vorne gerückt, hole mir da jetzt meine Stämme weg und dann werde ich später dann mich da durchkauen auf jeden Fall.
ich bin noch ein bisschen hier im Dunkeln am Spalten. Es wird ja so früh dunkel hier, mittlerweile im Winter, ist ja klar. Das heißt, ja, ich habe Gott sei Dank mir damals ja die Zusatzscheinwerfer angebaut. Und dank Akkustrahler, der leuchtet das jetzt mal ein bisschen aus, den einen habe ich jetzt umgedreht, seitlich dahin. Und ja, dann, der blendet mich sonst sowieso nur. Das passt ganz gut. Und dank der Strahler kann ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Naja, wie dem auch sei, ich gebe ein bisschen Gas. Bis später. Ich habe tatsächlich gestern noch die Kiste voll bekommen. Und hier ist schon wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, insgesamt sind es noch, schätze ich mal, so 4 Gitterboxen voll. Und dann ist das Gott sei Dank hier auch erledigt. Nächstes Jahr muss ich unbedingt hinterm Haus einen Schotterplatz machen. Dass ich da vernünftig da mein Holz bearbeiten kann und nicht immer. Ich meine, hier ging es ja gestern, das war natürlich super. Hier auf gepflasterten, das war natürlich Weltklasse. Aber da hinten, da ist natürlich dann wieder Matsch angesagt. Dann hast du natürlich wieder Klei an der Stiefel wie Sau, ne? So, und jetzt geht es nämlich an die Heizung. Und zwar gucken wir jetzt gleich mal vom Mars her. Ich zeige euch gleich mal das Kochhaus. Wenn die Jungs in der Frühstückspause sind, dann zeige ich euch das mal kurz, wie das jetzt da drin aussieht. Wahnsinn, wie voll das da drin ist. Und jetzt hole ich nämlich mit dem Stapler einmal die Heizung hervor, weil die Jungs immer mal wissen müssen, vom Maß her, wie das jetzt sitzt mit den Rohren und wie das jetzt quasi ja, aufgeteilt werden muss. Ich räume gleich erstmal die Stoßstange und so weg. Hier ist nämlich noch ein 500 Liter Ausdehnungsgefäß drin. Da müssen wir mal gucken, wo wir da aber auch mit hingehen. Und das ist ja die besagte Heizung. Die habe ich euch beim letzten Mal ja gezeigt. Das machen wir jetzt eben einmal alles beiseite. Die kann stehen bleiben. Die fahre ich beiseite. Und dann kann nämlich der Trecker hier ganz nach hinten gefahren werden. Und der kommt nach vorne, weil der wird nächste Woche nämlich da reingesetzt. Gucken, wenn man überlegt, das ist ja auch ein riesen Brummer, ne? Wie gesagt, das gucken wir gleich mal an. Wir packen das Ding gleich mal aus. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich den entspannt aufgabeln kann. Der wiegt 830 Kilo, wiegt das Ding. 830 Kilo, Wahnsinn. Will ich mal gucken, ob ich das mit dem Wagenheber vielleicht hinkriege, Hubwagen hinkriege. Problem ist, der leckt hier oben raus aus der Dichtung. Sieht man jetzt nicht, aber letztens stand hier richtig Öl drin. Da in der Ecke. Und das ist natürlich Käse, ne? Also wird die Dichtung wohl kaputt sein, aber ich versuche jetzt einfach mal Öl aufzufüllen, dass ich den vielleicht erstmal wieder benutzen kann, wisst ihr? Dann brauche ich nicht immer den dicken Stapler hier reingurken. Wir wollen das ja nur nach vorne ziehen, das Ganze. So ein Hubwagen ist... Ich brauche jetzt auch einen, das nützt mir nichts. Auf kurz oder lang. Entweder kriege ich den fix repariert oder ich muss mir einen neuen kaufen. Weiß ich auch gar nicht, ob das die richtige Schraube ist zum Befüllen. Aber die ist ja so alleine und herrenlos, dass ich glatt davon ausgehe, dass das die richtige ist. Aber wirklich Ahnung von Hubwagen habe ich natürlich auch nicht. Aber das sieht gewaltig nach so einer Schraube aus, ne? Ich fülle da jetzt einfach Öl rein und dann gucken wir mal, ob er danach besser geht oder nicht. Kaputt machen kann ich ja nichts, weil ist ja schon kaputt, ne? Aber sonst sehe ich auch keine Schraube. Die hier vielleicht, Ölablassschraube, sie unten drunter, ja. Sind das denn die Auffüllschrauben da? Ne, ich weiß es auch nicht. So eine Bühne ist schon was Feines. Muss nur eine ruhige Hand bei haben, ne? Habe ich jetzt übrigens 10W40 reingekippt. Bisschen dickeres Öl. 15er habe ich leider nicht hier gehabt. Die Schraube ist jetzt wieder reingedreht. Bin ich mal gespannt, was er gleich sagt. Wahrscheinlich nichts, ne? Aber ja, Versuch ist es wert, den erstmal an den Start zu kriegen, ne? Und dann siehst du da schon wieder, dass das Öl da rauskommt, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Wollen wir mal gucken, ob die Notreparatur in Anführungsstrichen hier die Heizung hebt. 830 Kilo. Ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht.
zeige euch das nochmal ganz genau. Der fährt hoch und lässt ihn so wieder fallen. Das ist natürlich Käse, ne? Und hier lässt er sein Öl. Seinen Öldruck verliert er da. Schade. Hätte ja klappen können. Also doch Stabler. Draußen ist jetzt ein riesen Teil. Der Wahnsinn. Ja, dann wollen wir gleich mal Maß nehmen. Aber dann habt ihr das Ding schon mal gesehen. Aber ich zeige euch das gleich nochmal ausgepackt. Ja, sieht ja aus wie meine, nur halt nackig, ne? Jetzt kommt mein Trecker mit Spalter wieder rein. Der steht ja aktuell da vorne. Den fahre ich jetzt rein, weil dieses Wochenende brauche ich den nicht. Dieses Wochenende habe ich da echt keine Zeit für. Für Spalten, deswegen war mir das wichtig, dass ich da gestern Abend noch ein bisschen was schaffe, ne? Also kommt jetzt erstmal wieder die Kiste beiseite, aber den packen wir auch gleich aus und dann kann der Trecker rückwärts rein in die Ecke. So Leute, das Ding ist jetzt ausgepackt, so sieht's aus, quasi ja die gleiche Heizung wie meine, die ich jetzt auch schon zu Hause habe. Die hatte ich ja euch gezeigt, Lambda-Sonde, ne? Und hier ist glaube ich auch noch eine drin, oder eben Temperaturkühler und Lambda-Sonde, irgendwie so ist es glaube ich. Und ja, hier oben drauf, ganz interessant auch zu sehen, die Technik. Interessiert ja auch immer relativ viele mit der Heizung. Sagt noch viele, ja, da mach unbedingt gut viele, viele Videos von der Heizung. Wir wollen das alles genau sehen, weil sowas kriegst du ja auch noch nicht alle Tage zu sehen. Guck, sieht eigentlich genauso aus wie meine zu Hause. Die Türen kannst du verschieden anschlagen, wie du möchtest, rechts oder links. Der Brennraum ist ein bisschen größer, soll er anscheinend sein, wie der von mir. Aber ob das, also von mir zu Hause. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Fragen auch immer viele in den Videos, im HDG-Video, ja, wo hast du denn diesen tollen Ordner her oder dieses Fach her, wo die Ordner drin sind bei mir an der Wand? Das ist der hier, der ist bei der Heizung mit dabei. deswegen, also das ist hier alles dabei. Kehrblech, Heizdings, also das Zubehör ist alles bei der Heizung bei. Ne? Ja, so sieht die Heizung auf jeden Fall aus. Ganz interessant nochmal hier zu sehen, das Gestänge hier, das ist ja dieser Schüttler für diese Spiralen vom Wärmetauscher. Und hier ist die Klappe, wenn du die Tür aufmachst, dann ziehst du automatisch diesen Hebel und dann geht hier die Rauchgasklappe auf, damit der Rauch abgesogen wird. Deswegen, dafür ist die Mechanik, genau. So sieht's aus, hier ist noch ein bisschen Kabelkanal, ein bisschen dies und das. Falls ihr irgendwelche speziellen Fragen habt dazu, schreibt gerne in die Kommentare. Noch kann ich euch eigentlich relativ viel zeigen davon. Wenn das eingebaut ist, dann ist natürlich weniger. Genau. Ja, auf jeden Fall kommen auch noch Bleche drum zu, falls die Frage kommt. Die sind da in den Kartons. Das wird natürlich alles noch verkleidet. Und ja, genau. Also in diesem Sinne würde ich sagen, reicht das erstmal für dieses Video. Viel los, viel zu tun. Wird nicht langweilig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und denkt dran, mein Amazon-Schaufenster wird ja immer gerne angenommen tatsächlich. Sei es nur als Idee, Ideengeber für Weihnachtsgeschenke. Könnt ihr gucken, was da los ist und was es da alles, was ich alles so benutze oder was ich so als besonders empfehlenswert finde, das seht ihr dann in der Amazon im Schaufenster. Genau, könnt ihr da draufklicken. Und wenn ihr darüber kauft, kriegt natürlich auch noch eine kleine Provision. Das wäre natürlich auch Weltklasse. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.